So, hallo, hallo, hallo. Grüße euch alle pünktlich 16 Uhr. Wir starten durch. Wir haben bereits 300, knapp 80 Teilnehmer am heißesten Tag des Sommers in Bayern zumindest. Ich bin ja hier als Gast wieder mal in Deutschland. Wollte mich abkühlen von Dubai, hat nicht ganz so funktioniert. Jetzt habe ich es hier genauso heiß. Wir nutzen vielleicht die nächsten ein, zwei Minuten, weil immer noch Leute reinkommen. Jeder ruft einfach nochmal seine Leute aus dem Team an, pass mal auf, hast du das Webinar gecheckt? Wir haben heute einen ganz wichtigen Call mit drei Regionaldirektoren, quasi historisches Ereignis. Den Mark sehe ich schon grinsen. Also nutzt vielleicht nochmal die nächsten ein, zwei Minuten, eure Leute anrufen, schickt ihnen den Webinar-Link und dann knacken wir locker die 500, 600 oder mehr. Mark, was denkst du? Ja, hallo zusammen, hallo Thomas. Ja, sieht gut aus. Wir gehen auf die über 400. Ja, die kriegen wir noch hin. Es kommen immer ein paar Nachzügler. Ich habe auch einige Leute, die sind natürlich jetzt irgendwo am See unterwegs, schauen, dass sie da ein Netz haben, Empfang haben, weil natürlich dieses Wetter will man sich am Sonntag mit der Familie vielleicht Ja. nicht entgehen lassen. Aber wie gesagt, wir wollen heute auch Sicherheit für mehr Verständnis sorgen, für mehr Feingefühl, was wir hier für eine Geschäftsmöglichkeit haben und was da alles so auch kommt im Laufe des Jahres, was wir ändern werden, strukturmäßig und auch vom Background her. Und ja, spannende Zeiten, definitiv. In Bärenmarkt, ja, Situation und man davon trotzdem partizipiert oder eben auch ganz andere Wege einschlägt, gegen den Markt schwimmt, das wollen wir heute auch besprechen. Ne? Ja, das heißt, wir haben heute jede Menge Sachen auf der Agenda, auch mal ganz anders beleuchtet. Das heißt, ich glaube, es ist sogar Premiere heute, dass wir das erste Mal zu dritt, also drei Regionaldirektoren von SAFIR hier gemeinsam auf der virtuellen Bühne stehen, sozusagen. Gemeinsam auf der normalen Bühne waren wir schon ein paar Mal, aber heute quasi hier zum Live-Event. Ja, würde ich sagen, 2 Minuten nach vier können wir durchstarten. Ja, klar. Ja, wir gehen Machen wir so. steigen 500 zu. Super. Ja, vielleicht fangen wir heute das ganze Ding mal ein bisschen anders an. Natürlich willkommen erstmal alle zur Präsentation heute von SAFIR, Senic und vielen anderen Sachen. Mein Name ist Thomas, bin heute zusammen mit meinen zwei Kollegen, die ich sehr schätze und verehre, beides Regionaldirektoren für SAFIR. Und was ist SAFIR, was ist Senic, was ist Tupan und so weiter. Das werden wir heute alles besprechen, auch mal von der anderen Seite beleuchten. Für euch interessant, denn diese Informationen sind natürlich wichtig für die nächsten Wochen, um hier herauszugehen, um das euren Partnern, euren Kunden mitzugeben, dass jeder hundertprozentig genau weiß, warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, warum ist jetzt die richtige Chance, wieder Vollgas zu geben, wie wir das schon, ich sage mal, zeitversetzt vor einem Jahr hatten. Da hat die Erfolgsstory begonnen von SAFIR, Zenik und bis Weihnachten, ja, haben wir, denke ich mal, alle Rekorde gebrochen. Dasselbe nehmen wir uns jetzt nochmal vor, aber zunächst mal herzlich willkommen und vielleicht zur Einleitung, warum bin ich bei SAFIR, bei Zenik gelandet mit 25 oder sagen wir mal, ja, fast 30 Jahren Vertriebserfahrung, ähnlich wie meine Kollegen. Warum sind so erfahrene Leute? Und es gibt ja viele, viele im Team, die so quasi Vertriebsdinosaurier sind. Warum sind wir hier? Ich kann immer nur von mir aus sprechen, von meiner Seite aus. Für mich ist zunächst mal das Wichtigste, sind die Menschen, die in der Firma sind. Und die CEOs, die ich kennengelernt habe von Senic, die Leute, die verantwortlich sind für das Ganze, ob das jetzt ein Suleiman ist, ein Erwin, Doktor oder, da kann ich nur sagen, da geht mein Herz auf und da wurden also sofort Freundschaften geschlossen. Und ich sage das immer wieder seit 30 Jahren, Leute folgen nicht Firmen oder Produkten, people follow people. Das heißt, du gehst voran und wenn du gut bist, dann folgen dir die Menschen, so ist es. Aber das Ganze bringt natürlich nichts, wenn das Projekt Mist ist, wenn du ein schlechtes Produkt hast. Deswegen bin ich zu SAFIR und Zenik. Warum? Hier haben wir eine einzigartige Situation am Markt, die ja sonst nirgendwo im Direktvertrieb im Moment, zumindest keine Firma, die ich kenne, findet. Meistens wird eine Network-Firma gegründet und dann bauen die für die Firma einen Coin, ein Produkt,
Bei 90% ist es auch ein Scam. Das heißt, alle, die euch versprechen, 1-2% am Tag, 50% auf deine Investition pro Monat, 30% pro Monat und, und. Aber das könnt ihr pauschal mal komplett in den Mülleimer schmeißen, auch wenn jeden Monat Tausende von Menschen drauf reinfallen. Ich beobachte das seit 30 Jahren und es gab es vor 30 Jahren genauso, wie es es jetzt gibt. Und keine Firma hat länger wie 12 bis 24 Monate überlebt. So, da kann man vielleicht schnell Geld verdienen. Das schaut auch toll aus. Das kann ich auch einfach verkaufen. Pass auf, du kriegst 2% am Tag. Komm rein. Aber im Endeffekt zahlt ihr die Rechnung, denn ihr verlasst oder ihr hinterlasst natürlich verbrannte Erde. Vielleicht, wenn er zu spät einsteigt, verliert er euer eigenes Geld. Und genau das ist Saphir und Zenik nicht. Denn Saphir ist ein reines Vertriebsunternehmen. Saphir hat kein eigenes Produkt. Saphir hat kein eigenes Konzept, sondern wir vertreiben die Produkte hauptsächlich natürlich von Zenik, unserem Technologiepartner, der auch ohne uns eine Infrastruktur bilden würde. Vielleicht dauert es noch ein bisschen länger. In diesem dezentralen Space der Kryptowelt, der Blockchain-Welt, die einzigartig ist. Und deswegen wird hier ein Konstrukt gebaut, wo es nicht nur im Vertrieb, sondern auch als Kunde nicht einmal, nicht über 12 Monate, nicht über 18 Monate oder 6 Monate, wie wir es jetzt wieder sehen von vielen Firmen, die einfach vom Markt verschwinden. Sobald die Kurse am Markt nach unten gehen, können die ihre Versprechungen nicht mehr bedienen und bezahlen und sind einfach von heute auf morgen zu. So, das wird hier nicht passieren, sondern das Projekt ist ausgelegt nicht auf Jahre, sondern auf Jahrzehnte, um nicht nur euer Leben, sondern auch das Leben eurer Kinder über Generationen zu verändern. Deswegen habe ich mich für Saphir und Zenik entschieden. Aber bevor wir hier richtig einsteigen, zunächst mal unser traditioneller Disclaimer. Und zwar, klar, bei der Präsentation werdet ihr sehen, dass wir natürlich im Kryptomarkt unterwegs sind, aber Zenik, Saphir, wir sind kein Finanzunternehmen. Das heißt, wir verkaufen keine Finanzprodukte, wir verkaufen keine Coins, sondern wir stellen Technologie und Software her, die es ermöglicht, in diesem Markt den größtmöglichen Nutzen für einen selber, ohne eben dieses ganze technische Kladderadatsch sich auszukennen oder zu haben, zu erreichen. Das heißt, mit wenig Aufwand den höchstmöglichen Nutzen mit Hightech-Projekten, und zwar, und das würde euch der Mark heute klar erklären, es kommt ein ganz neuer Markt in diesen Kryptomarkt. Wir sehen gerade den Kryptomarkt richtig auf Deutsch gesagt abkacken. Also da verlieren Menschen gerade Milliarden und Millionen und ganze Vermögen, weil der Markt nach unten geht. Aber es kommt eine neue Generation von Token, eine neue Generation von Coins, die unabhängig von diesem Bitcoin-Markt ist, die unabhängig von diesem Ethereum-Markt ist, weil was ganz Neues kommt, nämlich ein Asset-Packed-Token. Das heißt, ein Coin, ein Token, wo tatsächlicher Wert, tatsächliches Business dahinter steckt. Also reale Geschäftswelt verbindet sich gerade mit dem Kryptomarkt. Und deswegen ist es unheimlich spannend, deswegen seid ihr hier heute und jetzt und auch in der Zukunft bei genau der richtigen Firma. So, das heißt, selbst was wir hier mit an Prognosen und so weiter, so diese Systeme natürlich sagen, ergeben und machen keine Garantie für die Zukunft. Jedes Geschäft kann Verlust machen, jedes Geschäft kann natürlich in die Hose gehen, das weiß jeder, der im Geschäftsleben unterwegs ist. Auch eine Bank kann von heute auf morgen weg sein. Und der zweite Disclaimer, natürlich Risiko im Zusammenhang mit Kryptoassets. Das haben die meisten wahrscheinlich am eigenen Leib schon gemerkt, dass es am Kryptomarkt extreme Preisschwankungen geben kann und immer wieder gibt. Wichtig ist natürlich die Ausrichtung, wie ich mich selber platziere, nämlich für die Zukunft. Und da frage ich mich, macht es Sinn, in solche Versprechungen zu investieren? Ich gebe dir 1-3% am Tag. Oder macht es Sinn, in reale Projekte, die tatsächlich das Potenzial haben, Milliarden und Milliarden schwer zu werden, zu investieren und ein Teil davon zu sein, und zwar ganz von Anfang an. Und da sind wir schon beim Thema. Zenik beschäftigt sich mit der Digitalisierung dieser Welt. Ob ich das jetzt will, ob ich das gut finde, ob ich das schlecht finde, wie auch immer, es stört die Welt nicht und es wird sie auch nicht verändern, denn es passiert sowieso. Die Welt wird sowieso digitalisiert, ob ihr mitmacht oder nicht, ob ihr euch damit beschäftigt oder nicht.
es wird an keinen von uns vorbeigehen. Es ist schon zu spät. Es hat schon alles begonnen. Es gibt schon so viele Sachen, die auf der Blockchain laufen. Es gibt schon so, so viele Projekte, Regierungen, die alles umstellen auf Digitalisierung. Und jetzt dreht sich auch die Welt um, weil jetzt ist Europa Entwicklungsland. Wir sind so weit hinterher, hinter Indien, hinter Afrika, hinter Asien. Wenn man mit den Menschen über Krypto spricht, über Wallets und so, ist selbstverständlich, dass jeder ein Wallet hat. Bei uns schauen euch die Menschen an mit großen Augen so, ja, habe ich schon mal gehört, aber es geht jetzt alles nach unten, ist doch alles Mist. Nein, ist es nicht, weil es ist nicht nur Cryptocurrency, dieser Markt, sondern der Markt der Digitalisierung ist viel, 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 viel größer. Blockchain-Technologie brauche ich überall heutzutage und kann so viel bewirken, einfacher machen, von Vertragsrecht her über Überwachungen, Logistik, viele, viele Dinge vereinfachen, verschnellern und ganz wichtig, transparent und fälschungssicher. Das heißt, mit Blockchain-Technologie werden einige Skandale, die man letztens auch von Wirecard bis über andere, die wir hätten es nicht gegeben, weil es gar nicht möglich ist, die Blockchain zu bescheißen. So, und dann letztendlich steht hier noch drauf, Tokenisierung. Das frage mich immer wieder mal, Vertriebspartner, ja, warum ist denn der Senecoin immer noch bei ein paar Cent, 10, 15, wo immer wir jetzt sind, ich schaue nicht jeden Tag drauf. Ist ganz einfach. Wir haben noch gar nicht angefangen, irgendwas zu machen damit. Es ist noch nichts passiert. Wie kann der Preis steigen? Nur durch die Community ein bisschen. Aber es geht jetzt los. Der Startschuss war in Mexiko. Die Smart Chain ist gestartet. Das heißt, es kommen Projekte auf die Blockchain, auf die Smart Chain. Die verbrennen alle Senecoins durch die Fees, durch Gebühren. Also es geht langsam an. Aber der große Hammer, der schwebt ja schon. Die große Welle der Tokenisierung, die wird kommen und die startet dieses Jahr. Und dann werden wir mal sehen, was hier alles möglich ist mit dem Senec-Chart. Und da werden einige, die ihre Coins nämlich verkauft haben mittlerweile, die werden weinen. Und zwar bitterlich, bitterlich, bitterlich weinen. Ähnlich wie die, die den Bitcoin für 10 und 20 Cent verkauft haben damals vor 10 Jahren, um eine Pizza zu holen oder so. Die werden genauso weinen in den nächsten 2-3 Jahren. Vielleicht sogar noch schlimmer. Meine persönliche Prognose. Ja, kommen wir zu Senec. Unser Hauptpartner sitzt natürlich in Dubai. Auch wie Saphir, Senec Technology im DIFC-Bereich, das ist also der Finanzbereich, man sagt Blockchain Valley dazu, hier kommen alle großen Finanzinstitute hin, wobei Senec, und das ist kurioserweise so, kein Finanzunternehmen ist, sondern ein Technologieunternehmen. Aber dort gibt es natürlich auch Restaurants, Schneidereien, Wäschereien, was weiß ich, alles mögliche in den Distrikt. Es ist aber wichtig, dort ansässig zu sein, weil wir natürlich Kooperationen haben mit Finanz, mit dem Bankensektor, mit der Hochfinanz, mit Family Office, mit den ganzen Backups, die wir brauchen, wie Kreditkarten, virtuelle IBAN, die muss ja irgendjemand aufsetzen. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich hier in der ersten Adresse in Dubai bin, geschäftlich. Und auch in dem Thema Banken, Finanzen, Credit Cards, werden wir in dem Jahr noch etwas erleben, was, ich denke mal, bahnbrechend sein wird in den nächsten Monaten. Und dann tatsächlich ist das ganze Ding unschlagbar und einfach vom Markt immer wegzudenken. Ja, das ist Senec. Und natürlich gibt es dann noch Saphir, unseren Vertriebsarm, für den wir heute sprechen, natürlich. Aber Saphir und Senec, quasi, die sind so gut wie verlobt oder verheiratet. Und Senec wächst im Moment. Ähnlich wie Saphir. Saphir wächst auch riesig. Da würde ich der Mike oder der Aske nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, was hier für große Dinge kommen in den nächsten Monaten bereits. Aber bei Senec schaut es so aus, dass wir natürlich schon Personal in Dubai haben, über 20 Personen. Das heißt, das Büro ist auch zu klein geworden. Es kommt jetzt ein größeres. Wir ziehen um. Wir haben über 50 Entwickler weltweit. Mike hat einige getroffen in Mexiko. Ich kenne natürlich, klar, unseren Hauptchef hier und ein paar andere, aber das sind natürlich Typen, die sind voll in diesem Markt drin und die sagen, dieses Projekt ist, es gibt kein zweites, was wir hier darstellen. Wir haben progressives Wachstum, das heißt, wenn man allein überlegt, was in den letzten 12 Monaten passiert ist, wie sich das alles verändert, welche neuen Projekte, welche neuen Produktkategorien dazukommen. Ihr werdet es heute mit Tupan sehen. Und es ist nur die Spitze des Eisbergs, was wir im Moment erleben.
Und deswegen springen auch Leute an Bord. Deswegen gibt es auch Kooperationen, wie zum Beispiel mit unseren Royal Highness Sheikh Zayed bin Rashid Al Maktoum. Das heißt, Mitglied der Maktoum-Familie hat eine Kooperation mit Sinik. Warum machen solche Leute sowas? Ja, nicht, weil sie morgen 2% verdienen wollen am Tag oder 50% auf ihre Farm kriegen oder sonst irgendwas, sondern die sehen die Langfristigkeit, dass das gigantisch große Projekte sein werden können. Und wir natürlich in dem Bereich der Tokenisierung vor allem Marktführerschaft anstreben. Aber wie gesagt, es hat noch gar nicht begonnen. Wir sind ganz am Anfang dabei. Aber es gibt noch andere strategische Kooperationen. Und ich denke mal, die ersten die Welt wird davon erfahren auf dem nächsten Sinik-Event im Oktober in Dubai. Ähnlich wie das letzte sensationell war, wo ich neben solchen Leuten wie Sheikh Zayed gestanden war oder Odili, der Chef hinter Tuban. Solche Geräte sind dort einfach vertreten. Aber die strategischen Kooperationen, die wir geschlossen haben mit den Größen aus den Immobilienbereichen, aus dem Finanzsektor und. Ich denke mal, da wird es im Oktober richtig reinknallen. Also das wird großartig. Und natürlich Saphir Global. Nicht zu vergessen, unsere Lieblingsfirma, ne Marc? Ja, auch hier gibt es News. Also es wird ein neues Office geben. Vielleicht kann Marc ein bisschen was Näheres dazu erzählen. Sensationell. Und natürlich alles deswegen in Dubai. Warum? Dubai ist ganz einfach der Nährboden für Wachstum für diese Blockchain-Industrie. Die wollen nicht die Nummer 2, nicht die Nummer 3, nicht die Nummer 4 in der Welt werden, sondern die absolute Nummer 1 im digitalen Zeitalter, in der Tokenisierung, in der Digitalisierung, in Blockchain und Co. Warum kommt Binance, warum kommen die alle nach Dubai und verlegen ihre Firmensitze jetzt hier? Ja, weil hier der Boden gedüngt wird, gesät wird, weil die das eben möchten und woanders wird man bekämpft. Und deswegen wird Dubai über alles wachsen und deswegen werden natürlich auch unsere Firmen hier wachsen und gedeihen. Im Moment sind wir ein kleines Samenkorn, das so ein bisschen das Grün über der Erde erscheinen lässt, aber daraus wird in den nächsten 1-2 Jahren ein Riesenbaum werden und wir werden weitere Bäume pflanzen. Nicht, Marc? So, und damit gebe ich jetzt einfach mal das Wort weiter an die Jungs, die richtig Ahnung haben hier von den technischen Highlights und natürlich all dem Background. Marc spricht aus erster Hand. Er war als unser Vertreter in Mexiko bei dem Hackathon CENCON. Ein wahnsinniger Meilenstein für uns. Ich glaube, es war ganz, ganz wichtig. Viele haben es gar nicht mitgekriegt, was dort passiert ist. Aber bitte, Marc, erzähl uns ein bisschen mehr drüber. Ja, danke für die Einführung und ich bin ganz bei dir. Ja, also rein aus auch unternehmerischer Sicht und auch aus der Sicht eines Menschen, der vielleicht irgendwie nebenberuflich einen Weg sucht, irgendwo im Direktvertrieb Fuß zu finden, Erfolg zu haben. Ja, es gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Ja, wir sind seit 3 Jahrzehnten, Thomas, ich, viele andere hier im Raum auch, wo ich weiß, dass sie eine Menge Erfahrung mitbringen, unterwegs haben, alle möglichen Bereiche, Branchen kennengelernt und nichts ist einfacher als der digitale Bereich. Aber es gibt eine Menge, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, Müll, ja, klar, weil es einfach ist, weil man viel versprechen kann und der große Unterschied. Und es gibt kein zweites Unternehmen, ja, was Direktvertrieb, wie bei uns, Zenik und Saphir in der Kooperation, möglich machen, an solchen Sachen teilzuhaben, die wirklich Substanz haben. Ja? Wir reden nicht über Trading Boards, wir reden nicht über irgendwelche Kopien von der Kopie und von der Kopie, sondern wir reden über ein Ökosystem, was ich euch aber so ein bisschen anders heute darstellen möchte und auch die aktuelle Situation mal einigen so ein bisschen näher bringe. Jeder hat ja mitbekommen, dass der Kryptomarkt da gerade so ein bisschen blutet, aber nicht nur der Kryptomarkt, der Aktienmarkt, alle Märkte, ja, alle Märkte crashen, alle Märkte leiden, ja, und es ist ähnlich wie mit dem neuen Markt vor Jahrzehnten, ja, es entstehen einfach Blasen, wo eben Unternehmen oder Projekte unterwegs sind ohne Substanz und irgendwann entleert sich die Blase, irgendwann platzt das Ganze mal. Natürlich spielt auch Krieg und andere ökonomische Sachen eine Rolle, aber vielleicht auch den Kryptomarkt bezogen. Es hieß immer schon, ja, von allen Experten, 90, 95% aller Kryptoprojekte, die werden nicht über
die nächsten 5 Jahre kommen, wenn überhaupt. Und in solchen Bärenmärkten, ja, sterben ganz, ganz viele Unternehmen. Ja, und es ist nicht einfach so, dass der Bitcoin jetzt einmal und der ganze Altcoin-Markt so ein bisschen runtergeht und gleich wieder hochschießt, weil es tolle Preise gibt, sondern wir haben eine komplett andere Situation. Ich habe das auch durch Insider-Informationen von ganz, ganz großen Leuten, die mit den größten Börsen kreiert haben, die selber Wahl sind in diesem Markt und die auf Dinge hinweisen, auf Dominoeffekte. Das ist ähnlich wie bei den Banken. Ja, wenn eine Bank pleite geht, dann sind ganz, ganz viele connected, weil Kredite vergeben worden sind, weil Bilanzen und alles miteinander verknüpft sind und eins den anderen runterzieht. Ja, und ähnlich ist es auch im Kryptomarkt. Ihr müsst euch vorstellen, da gibt es jetzt fast 20.000 Kryptoprojekte, die alle jetzt ein Problem haben, die auf ihren eigenen Supplies, ja, also den Reserve-Supplies sitzen, und das ist die einzige Möglichkeit, dann auch noch Liquidität zu bekommen, bis irgendwann Schluss ist. Ja, das heißt also, da gibt es Dominoeffekte, gerade im DeFi-Bereich. Ich habe gesehen, Celsius oder davor die Luna-Geschichte, ja, wo ausgeliehen wird, ja, wo hinterlegt wird mit Sicherheiten, die aber auch wegschmelzen wie ein Eisberg gerade, ja, zum Beispiel Bitcoin, ja, und so weiter. Das heißt, wenn eine Sicherheit, ich sage mal 100 Millionen war, jetzt aber durch das Wegschmelzen, ja, des Preises, ja, dann auf 20 Millionen ist, dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Sicherheit nicht mehr da ist und wo Dinge dann in Takt treten, die einfach dann zu Konkursen, zu Pleiten und allem Möglichen führen. Also das sind so viele Mechanismen, das ist so eine krasse Situation, wenn ich das mal so sagen kann. Und in dieser Zeit muss man sich erst recht mit Substanz beschäftigen, mit Lösungen, mit dezentralen Systemen, die eben nicht von irgendeiner Firma, ja, die eben bankrott gehen kann, abhängig sind. Man muss seine Werte in der eigenen Hand behalten, man muss seine Private Keys besitzen, ja, also Besitzer und Eigentümer zugleich sein. Und das ist man auf all diesen Plattformen nicht, ja, auch auf kleineren Börsen. Ist eine ganz gefährliche Zeit. Ja, und deshalb ist dieser dezentrale Kreislauf ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Riesenthema, Zukunftsmarkt, aber eben auch die Blockchain, die Smart Chain, die Tokenisierung, die Thomas angesprochen hat mit dem Event im Oktober von Cynic, ja, mit den Partnerschaften, mit den Joint Ventures, mit den Real Estate, mit den Gebäuden, mit den wahren Werten dieser Erde, die nicht von heute auf morgen halbiert werden können oder gedrittelt oder was auch immer, ja, sondern diese Substanz und zu verstehen, und das ist das Schöne, die Erkenntnis auch dieser ZenCon für mich gewesen, da komme ich gleich drauf, dass es geht hier nicht nur um Vertrieb, es geht hier nicht nur um irgendwelches Geld einzusammeln, irgendwelche Produkte oder Services zu verkaufen und damit Gewinn zu machen. Es geht darum, etwas aufzubauen für Jahrzehnte, eine Basis wie Ethereum, ein Ökosystem. Es ist nicht nur ein Coin oder Token, sondern es ist ein Ökosystem für tausende Unternehmen. Ja, Cardano ist ein Ökosystem, Binance ist ein Ökosystem mit Börse, mit allem, aber zentral. Ja, und Cynic wird, ich sage jetzt mal, das Binance der dezentralen Welt. Ja, mit der größten dezentralen Exchange. Ja, die Cynic Exchange. Ja, dem Cynic Swap als DEX für all die Cynic 20 Tokenstandardprojekte, die auf der Smart Chain laufen. Ich sage euch gleich ein bisschen was zur Smart Chain, dass ihr auch da ein bisschen mehr Hintergrund habt. Ja, Cynic Swap wird also auf der Smart Chain aufgebaut sein und die Cynic Exchange wird auf diesen dezentralen Hubs rund um die Welt basieren, also die erste echte dezentrale Exchange sein, und natürlich haben wir auch die App mit dem Zugang zum Staking-Hint-Modell. Ja, und jetzt gehen wir mal rein hier, um das ein bisschen besser zu verstehen. So, was war mein Eindruck und meine Erkenntnis von dieser ZenCon? Erstmal, dass Cynic, ja, etwas initiiert, nämlich eine Developer, eine Programmierer-Community. Ja, und das Ziel ist es, jedes Jahr eine große ZenCon zu haben mit Hunderten von ausgewählten Programmierern und Projekten aus aller Welt, aber immer mehr dieser Events zu initiieren, um immer mehr auch mit Universitäten zusammenzuarbeiten, wo viele tolle Programmierer und Projekte entstehen. Ja, also auch die großen Brands, die wir heute kennen, die großen Marken, sind ja auch irgendwo mal in der Garage oder irgendwann standen, haben Leute eine gute Idee. Wie kannst du das machen? Wie kannst du für die Versicherungsindustrie, für die Autoindustrie, wie kannst du für alle diese Sparten Dinge optimieren und Projekte entwickeln? Und wie gesagt, wenn man das initiiert, ja, also wirklich eine Vielfalt von Projekten auf der eigenen Smart Chain und Blockchain, ja, dann wird man ein riesen Ökosystem. Und dieser Weg, der zeigt mir auch, dass man es ehrlich meint. Ja, und auch die Programmierer, die ich getroffen habe in Mexiko, aus Brasilien, aus den USA. Ich rede jetzt nicht von den Gast,
von den Startern, von den Gästen, ja, wie die dort angetreten sind, um, ich sag mal, die Olympiade dort zu vollziehen, sondern die Szenik-Programmierer, die Mentoren waren, die diese Teams, Programmierteams begleitet haben über diese Woche und die einfach einen super Eindruck gemacht haben. Ja, die dann auch zwischendurch mit uns gesessen haben, uns berichtet haben, okay, welche Projekte sind spannend, wo könnte man sich dran beteiligen und so weiter. Ja, und auch faszinierend für mich war ein Herr aus der Jury, ja, aus Spanien, und zwar ist der Mann bei der zweitgrößten Data Company, ja, also der recherchiert tausende Startup-Unternehmen. Also nur das Abendessen mit dem, die 2-3 Stunden, hat sich der Flug nach Mexiko schon gelohnt, ja, weil man einfach merkt, hey, der kennt alle großen Unternehmen, der recherchiert, der weiß genau, Skalierbarkeit, macht es Sinn, was müssen die noch machen, was brauchen die noch zusätzlich oder die holen sich dann einen anderen Teampartner noch mit dazu, der die Lücke schließt, was ihnen eben fehlt in dem Bereich, Kenntnisse, Know-how und so weiter. Also das sind Leute allerhöchster Güte und mit Sicherheit auch Quellen, ja, Tor und Tür, offen für spannende Projekte, ja, auf diese Szenik Smart Chain zu kommen, ja. Und wie gesagt, das war die Erkenntnis daraus, der Startschuss, und ich freue mich auf nächstes Jahr. Das wird mit Sicherheit noch viel größer, noch viel spannender und immer wieder. Und irgendwann, vielleicht haben wir jeden Tag auf dieser Welt, an einer Universität oder in einer Stadt, in einem Land, einen kleinen Sendkorn mit 100 Programmierern, die dort eben dann auf der Szenik Smart Chain aufbauen. Und in den ersten 48 Stunden wurden dort über 40.000 Blöcke validiert. Also es ist alles echt, ja. Und hier sehen wir links die Blockchain, der erste Layer, das erste Stockwerk sozusagen, und auf der rechten Seite die Smart Chain, den zweiten Layer, ja. Und das ist für uns jetzt im übertragenen Sinne diese Autobahn für viele, viele Projekte, ja. Nicht alle davon, aber die spannendsten und die skalierbarsten für unsere Minting-Kategorie oder auch für die Staking-Kategorie und natürlich auch die ganzen Tokenisierungsprojekte werden darauf laufen, und zwar mit Szenik-Token-Standard. Das heißt also, so wie wir Ethereum kennen, ja, die Blockchain mit den meisten Projekten, eben auf diesem ERC-20-Token-Standard, den wir alle kennen, ja, die meisten Token bei CoinMarketCap sind ERC-20-Token. Ja, dann gibt es BEP20, das sind die auf der Binance-Chain, ja, also auf der Binance-Smart-Chain laufen, und die SEN20-Standards, das sind die auf der Szenik-Smart-Chain laufen. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, es ist der Beginn einer langen Reise mit vielen, vielen Projekten, Softwarelösungen, Smart Contracts, alles, was dazu gehört, ja, was heute Szenik machen kann. Und um das jetzt besser einzuordnen und besser zu verstehen, habe ich mal eine Folie für euch vorbereitet, um das mal so ein bisschen in Vergleich zu setzen. Ihr könnt das selber bei CoinMarketCap nachvollziehen. Ja, und schaut euch das mal an hier. Das ist praktisch der Vergleich, ja, der EVM-kompatiblen Chains, ja, Binance Chain, Szenik Chain und so weiter. Ja, das heißt, extrem spannend zu sehen. Das sind jetzt so die bekanntesten. Ich sehe gerade, ich muss noch mal hier aufs Knöpfchen drücken. Wir haben gar nicht aufgezeichnet, Thomas. Ja, sorry. So, gucken wir. Recording in progress. Okay, weil ich glaube, diese Folie hier, die startet auch ganz gut. Sorry, Leute, das können wir auch gerne wiederholen. Also, Blockchain Tech, EVM. Was heißt EVM? Ja, Ethereum Virtual Machine. Ja, und in den letzten Tagen kamen einige auf mich zu und haben mich gefragt, ja, wir haben jetzt da mal so probiert, auch mit der Smart Chain zu arbeiten. Wir haben ja da einige dieser speziellen Szenik Coins Token verteilt, um einfach Transaktionen zu testen, ja, um auch den Leuten zu zeigen, guck mal, wie schnell und wie günstig, ja, diese Transaktionen sind. Und dann kamen so eben Fragen, warum gibt es da immer diese Ethereum-Adressen? Ja, so, und das will ich euch mal erklären, weil alle diese Smart Chains hier, die namhaften, ihr seht ja mal, Vergleich ein Jahr und zurück, blau ist praktisch vor einem Jahr, März 13, 21 gewesen und jetzt März 15, 20, 22. Ja, und ihr seht hier den höchsten Preis dieser EVM-kompatiblen Chains. Ja, das heißt, auch die Szenik Smart Chain ist ein EVM, Ethereum Virtual Machine kompatibles Netzwerk, also ja, Smart Chain.
Und diese größten Namen, die wir hier sehen, Avalanche, ja, hat wie gesagt hier von diesen großen die teuersten Gebühren. Wir sehen es hier. Die am meisten aktive Smart Chain ist die Binance Chain, ja, wundert keinen, ja, auch PancakeSwap etc. So, und dann Phantom, ja, FTM, der Coin dazu, und Polygon, das ist Matic, ja, Matic die günstigste, ja, von den Transaktionsgebühren. Wir sehen es hier 0,02 Eurocent bei Matic, also bei Polygon, und bei Phantom 0,13. Ja, und nur, dass ihr mal eine Idee habt, ja, wir haben ja in den letzten Tagen viele Transaktionen gemacht dort. Ja, ich hatte meine mir gerade mal aufgeschrieben hier Transaktionsfee einer 10x Smart Chain, ja, 10x Coin Transaktion war 0,00021 10x Coins. Ja, also mit Abstand. Ja, die günstigste, selbst gegenüber diesen ganz, ganz großen Namen hier, ja, auch der Gaspreis, CNY, auch extrem günstig, so, also wir sind hier die schnellste von diesen ganz, ganz großen Namen, ja, das sind die aktivsten und die größten, und das muss man sich jetzt mal überlegen, ja, wie gesagt, um das Verständnis für diese Ethereum-Adressen zu haben, ja, alle diese Smart Chains, die hier an diese EVM, an diese Ethereum Virtual Machine angebunden sind, haben eigene Adressen, wie die Zenik-Adresse, die wir dort verwenden auf der Smart Chain, ja, wenn wir ein Wallet bei MetaMask einrichten, ja, und eben mit der Smart Chain das Ganze verknüpfen, ja, da haben wir also eine Zenik-Adresse, die sieht aber aus wie eine Ethereum-Adresse. Dasselbe hast du aber auch bei der Binance Smart Chain, ja, es ist auch kompatibel, ist auch wie eine Ethereum-Adresse, gleichzeitig die BNB-Adresse. Ja, das heißt, es ist bei allen dasselbe. Ja, wenn wir jetzt mal die drei nehmen, Ethereum, Zenik und auch Binance Chain. Ja, alle sind kompatibel auch für den Private Keys. Das heißt, ich kann meinen Private Key von dem Wallet, ja, zum Beispiel auch auf Ethereum Wallets übertragen und das dort aufmachen oder auf ein Binance Chain. Ja, so, die sind kompatibel. Die haben denselben, ja, also nicht dieselben Private Key, aber der ist kompatibel für alle drei Varianten. Ja, nur dass ihr mal den Zusammenhang versteht, warum da immer so eine Ethereum-Adresse ist, wenn wir dann über die Smart Chain reden. Das heißt, wir kennen ja unseren gewrappten Ethereum Zenik Token, ja, den es bei Uniswap zu handeln gibt, der läuft auf der Ethereum Blockchain. Unser natürlicher Zenik Coin, der läuft und wird gemintet auf der Zenik Blockchain. Ja, und auf der Zenik Smart Chain haben wir eine weitere optimierte Variante des natürlichen Zenik Coins. Ja, aber eine optimierte an diese EVM, an diese Ethereum Virtual Machine angepasste Version. Und die ist extrem schnell, ist sofort da. Und wie gesagt, 0,00021 bis 26 Zenik Coins Fees. Ja, das heißt, selbst wenn wir einen Dollar Zenik Preis hätten oder ein paar Dollar Zenik Preis hätten, ja, ja, 0,00002126, ja, das variiert ja auch mit den Preisen. Das heißt, Avalanche, also AVAX hier links, der blaue Balken, ist massiv im Preis gestiegen in den letzten 12 Monaten vor dieser Crash jetzt war. Ja, und dementsprechend verändern sich dann auch die Fees. Wenn ein Token oder Coin steigt, ja, ist ja klar, dass sich das Gasfee dann auch erhöht, ja, als wenn der Preis niedriger ist, weil die 0,00000 sind ja von dem Zenik-Coin oder von Ethereum oder von BNB. Ja, so, das heißt also, wir haben so viel Space, ja, Puffer, selbst wenn der Zenik-Coin, ja, Dollars oder 10 oder 20 oder 30 Dollar kostet oder dahin geht, ja, haben wir immer noch ein sensationelles Fees mit diesen drei Nullen hinter dem Komma. Also absolut gigantisch, ja, von den Möglichkeiten her. Und jetzt kommen sie, die Projekte, Leute. Ja, und es geht auch jetzt nicht darum, in den nächsten 1-2 Jahren irgendwelche Krypto-Projekte zu analysieren oder sich da irgendwo in irgendein Network zu schmeißen, Leute, sondern es geht darum, zu verstehen, dass wir eigentlich eine neue Milliardenindustrie hier aufmachen. Ja, diese neue Milliardenindustrie, die nenne ich jetzt mal einfach Community-Minting, ja, nämlich diese Art von Farming, von Produzieren, ja, aus dem traditionellen, aus der Landwirtschaft mal gesehen, ja, dem Produzieren von eben digitalen Währungen, nicht dem Kaufen. Wir kaufen, wir verkaufen keine bei Saphir oder auch bei Zenik. Ja, wir handeln auch keine, sondern wir produzieren sie. Ja, und sie sind dann an den Börsen dieser Welt handelbar, auch zu verkaufen. Aber man partizipiert mit diesen
digitalen Währungen und diesen speziellen ausgesuchten Projekten dann eben langfristig, ja, und schaut euch das an, dieses Auf und Ab, wenn ihr mal in so einen Wochenchart geht oder Monatschart, ja, und man sieht dann die letzten, was weiß ich, 50 Monate, ja, oder die letzten 100 Wochen eines Projektes, man sieht diesen Zickzack, man sieht dieses Auf und Ab, diese Zyklen, ja, diese Bärenmärkte, diese Bullenmärkte, und stell dich vor, man würde sich darüber gar nicht aufregen müssen, man würde sich darüber gar nicht kümmern müssen, sondern man hätte über viele Jahre jeden Tag Erträge, ja, mal in aufsteigenden Zeiten, mal in auch Krisenzeiten, und man hätte immer diesen Durchschnittswert, man hätte diesen Cost-Average-Effekt, ja, und man könnte jederzeit handeln, man könnte jederzeit verkaufen, aber man könnte nie den Fehler machen, zu sagen, oh, ich habe jetzt meine Token, meine Coins, was auch immer, zur falschen Zeit ja, too much verkauft. Ja, und das ist das, was ich immer wieder höre aus den letzten 10 Jahren, dass Leute zu einer bestimmten Zeit gute Projekttoken, Coins hatten, ja, dann zu früh oder zu spät verkauft haben. Ja, wenn ich aber tagtäglich produziere und dann Projekte habe, die sich unabhängig vom Kryptomarkt entwickeln, ja, spezielle Mechanismen haben, ja, wie Tupan zum Beispiel, ja, oder auch im Staking bei Avinorg, ja, die nächste Woche ihre Plattform launchen, ja, die sind nicht so abhängig wie viele, viele Altcoins, die da einfach dann Bitcoin korrigiert, dreifach korrigieren, ja, und also dieses Unabhängigsein, dieses relaxed, einfach tolle Projekte zu haben, die Token zu minten mit unserer Hardware, mit echten Produkten, das ist das Spannende, hier sehen wir, also rechts der Coin auf der linken Seite, rechts der Tupan, dann der Zenecoin. Und die Frage, welches sind die nächsten Projekte, die dann auf die Smart Chain kommen, ja, und die dann in unsere Minting-Kategorie als Presale, als Vorverkauf irgendwann gelauncht werden und ihr genauso wie jetzt mit dem Tupan eben diese nochmal extra, ja, Minting-Faktors bekommen können. Also 10% hatten wir ja jetzt, 109. Ja, nochmal 9% mehr. Ich komme da gleich drauf, wenn wir dann darüber reden. Aber was ihr verstehen müsst, ist, wir haben hier nicht irgendeinen Hub, der mal 10 E-Coins gemintet hat und immer noch mintet, sondern ein Gerät, egal ob das 01er Hausgerät oder das 01er Inhouse-Gerät, was über viele Jahre die jeweiligen 10 E-Coins, Tupan-Token und andere Projekt-Token produzieren wird. Und das ist absolut einzigartig. Ja, also ihr könnt euch ein Portfolio aufbauen. Jahrelang, tagtäglich, Zenecoins, Tupan, was auch alles als nächstes kommt. Und genau das ist das Spannende. Unabhängig von Bärenmärkten, von Bullenmärkten, von Bitcoin, gute Laune, schlechte Laune, ja, einfach produzieren und von diesen Projekten eben dann partizipieren. Ja, und das Tupan-Minting ist unser aktuelles, ja, Projekt, was in der Vorverkaufsphase ist, in den nächsten Wochen. Und Leute, ich gebe euch einen Tipp, bereitet euch auf was vor. In den nächsten circa, vielleicht kriegen Sie es ein bisschen früher hin, vielleicht ein paar Tage später, aber in den nächsten circa 3 Wochen, ja, kommen die Pool-Shares dazu. Ja, da reden wir gleich, wenn wir diese Add-ons uns anschauen, diese Masternodes für Tupan. Also da wird es richtig bunt, weil da kann jeder mitmachen, ja, mit kleinem Geld, mittlerem Geld, großem Geld. Wir haben für jeden dann die Chance, mitzuhelfen, ja, die Erde zu retten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da geht es nicht nur um das Thema Regenwald, sondern um viele, viele Projekte, um viele, viele Patente und alles, was da reinspielt. Ja, aber es geht darum, eine Bewegung zu schaffen, die das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet, nämlich zu sagen, hey, ich würde gern, ja, von etwas partizipieren, ich würde gerne etwas produzieren, aber wenn das noch einen guten Zweck hätte und etwas bewirken würde, zum Beispiel die Ökosysteme unserer Erde zu schützen, zu bewahren, ja, dann macht es einfach noch mehr Sinn und dann werden da einfach Millionen Menschen folgen, ja, und diese Vorteile hier nutzen. Ja. Also Erhaltung und Wiederaufforstung von 369.000 Hektar Regenwald, Step 1. Ja. Das Minting vom Tupan-Token ist erst der Beginn der Reise. Ja. Und da wird es auch andere tolle Projekte geben, die Bezug haben zur Umwelt, zu den Weltmeeren oder was auch immer. Ja. Und stellt euch vor, man könnte die Umweltprobleme lösen und damit auch noch Geld verdienen. Ja, mehr geht ja nicht. Und mit dem Tupan-Token haben wir eine neue finanz-umweltbasierte Lösung für unser Geschäft, und mit Hilfe der Blockchain-Technologie, ja, vernetzen wir global Investoren, um Lösungen mit positiven Effekten für die Sanierung der Umwelt zu ermöglichen und die Bioökonomie zu fördern. Ja, dann das Ganze im Einklang mit den 17 United Nations, also Vereinte Nationen, Zielen für nachhaltige Entwicklung, und ganz spannend auch für Unternehmer, ja, die bilanzieren, die
eben Buchhaltung machen, was ist in der Ertragsrechnung Ihres Unternehmens eine Verbindlichkeit oder was es war, wird nun zu einem Aktivposten, ja, in der Investitionsbilanz, also Assets, Werte, ja, man wird kreditfähiger, man wertet auf mit einer Investition, ja, und man partizipiert eben langfristig auch mit dem Tupan-Token dann von tollen Mechanismen, die wir uns gleich anschauen. So, das Minting selber machen wir mal kurz und knapp, weil jeder kann sich die PDF runterladen im Backoffice, dort also auch mal die verschiedenen Schritte dieses Prozesses anzuschauen. Um neue Tupan-Token in der Scenic-Chain zu minten, müssen sich die Nutzer über den Scenic-Hub miteinander verbinden. Es ist wie so eine Befruchtung in der Natur mit den Blüten, mit den Bienen, ja, Bestäubung, ja, und so in etwa funktioniert dieser technische Prozess. Ja, hört sich spielerisch oder märchenhaft an, ist aber tatsächlich, weil jeder Hub praktisch mit einer Kopie des Minting Smart Contracts hier verknüpft ist und einzigartige Parameter hat. Ja, und das alles spielt dann zusammen, ja, befruchtet sich, wenn bestimmte Parameter zusammenkommen und es ist extrem spannend und eine komplett neue Art der Technologie zu minten. Deshalb nennen wir es Community Minting, weil eben viele, viele Leute gebraucht werden, um mit vielen, vielen Hubs eben sich zu verknüpfen, ja, Pollinator zu werden. Früher sagte man Terminator, Inspirator oder was auch immer heute. Pollinator finde ich cool. Und damit sind wir hier beim Tupan Investmentfonds und spezialisiert auf Investitionen in Bioökonomie und zertifiziert von der SEC, also von der mächtigsten Behörde, ja, und der Behörde, Regulierungsbehörde der Vereinigten Staaten, ja, in Sachen Finanzen, Investment, Krypto, aber auch andere Bereiche, Börsenbereiche und. Also ja, mehr geht einfach nicht, Leute. Ja, das ist einfach hier, ja, die Champions League. Und das ist der Forest EU Green LLC. Das ist der Investmentfonds und der splittet sich jetzt so in zwei Bereiche ein, auch mit unterschiedlichen Möglichkeiten, ja, nämlich Kauf von Land mit intaktem Regenwald, das ist das eine, den zu erhalten, den zu verbessern, ja, also auch zu befruchten, ja, also man kann dort bestimmte Landwirtschaft betreiben, man kann es aufforsten, ja, wir haben die zerstörten Lebensräume, die eben komplett neu gestaltet werden müssen, wiederhergestellt werden müssen und eben für diesen Erhalt, aber auch für die Aufforstung, für die Verbesserung des CO2-Fußabdrucks gibt es eben diese CO2-Zertifikate für den Emissionshandel auf den Weltmärkten. Es gibt viele Börsen weltweit für Emissionshandel, auch in der Frankfurter Börse zum Beispiel. Also das ist nicht irgendetwas Unoffizielles. Es ist ein riesen Milliardenmarkt an diesen Börsen mit diesen Zertifikaten. Ich hatte gestern ein Gespräch auch mit jemandem aus einem ganz anderen Bereich, der auch CO2-Zertifikate generiert hat, beziehungsweise belohnt wurde damit, ja, weil er auch für die Umwelt beigetragen hat, im kleinen Stil. Das ist der große Stil. Wir reden über 3,69 Milliarden Kubikmeter Rainforest, also Regenwald. Und wie gesagt, auf der anderen Seite haben wir medizinische Produkte, landwirtschaftliche Produktivität, Kosmetik, Überwachung, Drohnentechnologie, habe ich eine Firma gesehen. Also es gibt hier viele lokale Unternehmen und über 67 angemeldete Patente, ja, also ganz locker, ja, 15 weitere Projekte mit eigenem Token zum Minting könnte man theoretisch daraus realisieren. So viel Power, so viel Action ist hier und viele, viele Einnahmequellen, die sich daraus ergeben und in diesen Investmentfonds fließen. Ja, also ein Riesenmarkt, den schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an. CO2-Zertifikate, Carbon Trading und eben viele weitere Einnahmen aus Landwirtschaft, aus Kosmetik, Medizin und so weiter, die diesen Investmentfonds bereichern. Und das ist das Spannende, wenn wir gleich den Kreislauf uns anschauen. Ja, der CO2-Zertifikate-Markt ist ein finanzieller Anreiz für Unternehmen, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Ja, das heißt, diejenigen, die ihre Emissionen nicht ohne weiteres reduzieren können, weiterhin arbeiten. Airlines zum Beispiel, Flugzeuge, die können nicht mehr reduzieren, als vielleicht ein Katalysator einbaut oder ich weiß nicht, wie es technisch funktioniert, aber sie werden immer eben den Dreck ausstoßen dort, die Emissionen und Fabriken, ja, Schornsteine, Kraftwerke, was auch immer, ja, also die ganzen Industrieunternehmen allgemein, ja, verschmutzen definitiv, tragen dazu bei. Und das ist ein Ausgleich, ja, ein Gesetz, was da
bestimmt wurde und ein unglaublich schnell wachsender Markt, also diese CO2-Zertifikate entwickeln sich ja zu einem der begehrtesten Produkte weltweit, weil sie bares Geld sind, ja. Und diese Bedeutung von Netto-Null-Emissionen, die sehen wir hier rechts in diesem Regenbogen, auch diese ganzen Länder, diese ganzen kleinen Striche obendrauf, das sind die Flaggen auch der Länder der Welt. Und da sieht man dann, in wie vielen Jahren oder Jahrzehnten wollen die eben ja dieses Ziel ja, des Pariser Abkommens erreichen, den Ausstoß eben ihrer Emissionen zu verringern. Ja, das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bedeutet, dass immer noch einige Treibhausgase freigesetzt werden. Das wird man nie auf Null kriegen, aber diese ausgeglichen werden bzw. absorbiert werden ja, von den Grünflächen dieser Welt, ja, von den Bäumen, von den Böden, von anderen Materialien, die das praktisch absorbieren, wie in unserem Körper die Organe, Leber, Niere filtern, entgiften, ja, all die ja, Stoffe, die nicht in unseren Körper gehören, die wir einatmen, die wir durch Nahrung zu uns nehmen. Und genauso braucht unser Planet einfach diese Niere, diese Lunge. Und die Lunge, sagt man, das sind die Regenwälder eben des Amazonas, ja, die das absorbieren, die atmen. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erhalten, weil es wird gnadenlos abgeholzt in Profitgier, ja, um eben Holz zu verarbeiten, landwirtschaftliche Nutzflächen anzubauen und so weiter. Und wie gesagt, das ist hier der Ansatz, einfach riesige Flächen zu schützen, aufzuforsten, was abgeholzt ist, und einfach hier auch dieses Paris-Klimaabkommen mit den ja, großen Industrienationen, China, USA, Indien, ja, die größten Verschmutzer auch hier an erster Stelle, ja, Deutschland, Korea und. Und dann sehen wir auch die Entwicklung dieses Marktes, das Volumen, das Handelsvolumen dieser CO2-Zertifikate. Ja, das waren also 2019 hier schon 211,5 Milliarden ja, Volumen, was von einer Hand in die andere gegangen ist. Die einen werden bestraft, die anderen werden belohnt ja, für das Erhalten, die anderen für das Verschmutzen. So, und wir sehen hier 2022 schon einen guten Drittel mehr, vielleicht 300 Milliarden. Ja, und 2027 soll das Handelsvolumen dieser Carbon Credits hier bei 2.400 Milliarden, also bei 2,4 Billionen liegen. Und den größten, wichtigsten Ansatz liefert der Regenwald. Ja, also auch die Priorität, ja, wohin dann CO2-Zertifikate gehen. Und das ist unglaublich, das Potenzial. Leute, überlegt euch nur, Bruchteil davon ja, würde reichen, einfach diesen Kreislauf so fruchtbar zu machen, so spannend zu machen, über Jahre diesen Tupan-Token zu minten, ja, in unserer Community, exklusiv bei Saphir, ja, den wir hier mit dem Tragenden, ja, mit der tragenden Masternode von Zenik, ja, und den Add-on-Masternodes von Tupan können wir tagtäglich diese Token dann produzieren. Und der Investment-Fund von Tupan kauft diese Token dann zurück. Und der Kreislauf des Funds, den schauen wir uns mal an, ja, der arbeitet mit Banken zusammen, ja, weil diese Assets ja, und diese Investitionen einfach positive Bilanzen erzeugen. Damit also weitere Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit und damit eben immer mehr Land dazugekauft werden kann. Ja, immer mehr Land aufgeforstet werden kann. Immer mehr Landwirtschaft, medizinische Sachen, Patente, andere Produkte kreiert werden können. Ja, und das, wie gesagt, fördert auch dann diese CO2-Zertifikate hervor, diese Carbon-Credits, die dann verkauft werden. Das ist, wie gesagt, ein unfassbarer Markt. Allein das, ja, plus alle anderen Einkommensströme dieses Investment-Funds, und der Fund kauft die Tupan-Token hier von den Börsen regelmäßig zurück. Das heißt, ein Kreislauf, ein Mechanismus, der null mit Bitcoin, mit Bärenmarkt, mit Bullenmarkt, mit Auf und Ab der Kryptobörsen zu tun hat. Null, ja, komplett unabhängig, kompletter Fluss aus anderen Bereichen, weil CO2-Zertifikate, Emissionshandel hat null mit dem Kryptomarkt zu tun. Ja, also komplett unabhängig, lass da draußen passieren, was will. Ja, das ist ein eigener Kreislauf. Wir fördern die Natur, ja, wir bauen eine Riesen-Community auf und wie gesagt, das dann mit vielen, vielen weiteren tollen Projekten. Es ist, wie gesagt, nur der Anfang hier mit dem Regenwald. Lasst euch da überraschen. Ja, und dass der Mann es ernst meint, ja, der dahinter steckt, ja, Rodali Feriani, das sehen wir hier, ja, also erstmal top educated, also Riesenausbildung, MBA in strategischer Unternehmensberatung, ja, von Thomson, also alles hochrangige Unternehmen hier, ja, aber eben auch
was er geleistet hat. Also er hat eine Investmentbank gegründet, ja, 5 SEC-regulierte Investmentfonds ins Leben gerufen, ja, aber auch viele andere Sachen, die ihr hier seht, ja, Schiffer von Tupan natürlich, Experte für Wirtschaftswissenschaften, Finanzengineering, Tokenisierung von Finanzanlagen und den regulatorischen Rahmen für digitale Finanzanlagen. Also absoluter Fachmann, ja, und außerdem Mentor für Blockchain und Tokenisierung bei den Vereinten Nationen Task Teams in Dubai und Indien. Ja, also wie gesagt, der Mann hat ein Herz, ja, diplomatischer Botschafter des Strafgerichtshofs in Den Haag, Abteilung für Menschen- und Umweltrechte und von Kindern. Ja, so. Und diese Uhr, die habe ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen mit eingebaut. Es ist ja wirklich Zeit, die läuft jeden Tag, ja, für diese Ökosysteme der Erde, aber auch unsere Zeit, ja, für unsere Familie, für die Ziele, die Wünsche, die vielleicht der eine mit sich trägt, der andere vielleicht vergraben hat, weil er sie für unrealistisch heißt zu erreichen. Ja, also holt das raus, Leute. Die Zeit läuft. Ich weiß nicht, wie alt ihr heute seid, wo ihr hin wollt, was die nächsten 10, 20 Jahre bringen sollen, was ihr erreichen wollt. Aber eins bin ich sicher, ja, wenn wir 10, 20, 30 Jahre zurückgehen und uns alte Branchen anschauen, Wellnessbereich, Kosmetik, ja, die alten Direktvertriebskategorien, ja, die hatten nicht annähernd das Potenzial, was diese virtuelle Welt, diese digitale Welt heute hier bietet, in der Geschwindigkeit, wenn Menschen Produkte, Dienstleistungen kaufen können, mit denen sie etwas produzieren können, was Geldwert hat, wenn ich das eben an der Börse verkaufe, meine Token, die ich minte. Wir verkaufen keine Token, wir minten Token. Und zwar spannende Projekttoken wie bei Tupan mit Mega-Mechanismen und weitere werden folgen. Ja, und deshalb ist das einerseits spannend aus Sicht des Nutzers zu sagen, hey, ich möchte Kunde werden, ich möchte auch Hardware haben, die für mich arbeitet, jeden Tag Token produziert, über Jahre, ja, mir praktisch dadurch einen Mehrwert beschert. Und wenn ich das noch teile mit anderen, ja, dass ich dann noch honoriert werde, Benefits bekomme, eben durch dieses Weitersagen, mehr geht ja eigentlich gar nicht. Ja, das heißt ja nicht, dass jemand jetzt nur Geld ausgibt, wenn er sich die neueste Kosmetikserie kauft. Ja, dann ist das Geld weg. Vielleicht ist er schicker, vielleicht hat er ein paar Falten weniger, aber das Geld ist weg. Ja, so. Aber etwas zu produzieren als Kunde, ja, also über kurz oder lang mehr zu bekommen, als ich in dieses Produkt, in diese Hardware gesteckt habe, ist doch eine ganz andere Leichtigkeit und ein ganz anderer Effekt da draußen. Und wenn dann immer neue Projekte kommen, die ich mit der ein und derselben Hardware produzieren kann, ja, Leute, ja, leichter kann man nicht verkaufen, ja. Und wenn diese Hardware dann auch noch in Einheiten ab 65 Euro in Kürze zu erwerben ist, wo man dann eben jeden Tag auch einige Token produziert, über Jahre. Na, hallo. Also, ja, da, Leute, mehr geht einfach nicht. Okay? Und das müsst ihr verstehen. Und dann kommt das nächste. Und dann kommt das nächste. Und derselbe Kunde wird auch wieder sagen, ich möchte beim nächsten Mal, okay, 110 haben wir vielleicht verpasst. Ja, diejenigen, die noch nicht zugeschlagen haben. Aber 109 geht bis nächsten Samstag Mitternacht. Ja, so, das heißt also 109 Vorverkaufs, ja, Faktor ist jetzt dann bei Minting-Start in wenigen Wochen 109 Tupan-Token pro Tag mit einer vollen Tupan-Masternode, ja, in Verbindung mit einem Zenik-Hub, den man hat. Ja, in Kürze die Pool-Shares, dann die kleinen Einheiten, die halbe Tupan-Masternode, die Viertel, ja, die 16., die 32. etc. Ja, so, das heißt, wir können uns jetzt diese Kondition sichern. Ja, das Minting selber hat noch nicht begonnen. Ja, das beginnt in wenigen Wochen. Deshalb gibt es jetzt im Presale, im Vorverkauf, eben 9% mehr. Für diese Woche, die nächste da drauf, 8. Ja, also 108. Danach 107, danach 106. Ja, und in dem Moment, wo in diesen nächsten Wochen das eigentliche Minting anfängt, springt es dann sofort auf 100%. Das heißt, dann, wer eine Tupan Masternode kauft, mintet 100 Tupan Token pro Tag. Und das ist ein Riesenunterschied. Allein 52 Wochen in einem Jahr mal 10 oder 9 oder 8 oder 7 Stück mehr pro Tag. Ja, Leute, das ist ein heftiger Unterschied. Okay, das Ganze läuft ja über Jahre. So, das heißt also, wer jetzt schon kauft oder in den nächsten Wochen kauft, hat dann noch diesen Presale-Vorteil, hat mehr, ja, Stückzahl beim Start und dann geht es los mit dem Sales-Halving. Ja, beim Minting-Start geht es los mit dem Sales-Halving und alle 2000 verkaufter Masternodes von Zugbahn geht es dann um 1% runter. Das heißt, nehmen wir mal an, wir verkaufen am ersten Tag des Minting-Starts 2000
Tupan-Masternodes, ja, dann gibt es ab dem Zeitpunkt nur noch 99 Tupan-Token pro Tag. Ja, verkaufen wir am nächsten Tag wieder 2000, gibt es dann 98 Start für den Kunden, der dann kauft. Ja, wieder 2000 verkauft, ja, 97, ja, für den Kunden, der dann kauft, nicht für den, der schon gekauft hat. Ja, also immer wichtig, so schnell wie möglich in diese Halbings reinzukommen, in den Startpunkt, in den Kaufzeitpunkt, ja, weil dann habe ich nur noch das Side-Halving. Und das Side-Halving reduziert langsam fließend über 12 Monate meinen Minting-Faktor um 50%, das Jahr da drauf, wieder langsam, 50% weniger danach, da drauf, wieder 50%, aber es geht über viele Jahre. Ja, und in Summe werde ich viele Tausende, allein im ersten Jahr, Tausende, viele Tausende, ich glaube über 30.000 Tupan-Token im ersten Jahr mit dem Faktor von 110 oder auch 109, ja, oder auch 108 wird ähnlich sein. Ja, so vom Unterschied natürlich ein bisschen, aber immens, ja, und das ist einfach absolut genial, okay? So, das sind die zwei Halvings, ja, die aufpassen, dass wir keine Inflation haben, sondern dass wir einen begrenzten Supply, eine begrenzte Menge im Laufe der Jahre hier minten, während der Investmentfonds von Tupan eben mit den CO2-Zertifikaten, mit all den Strömen dort sich vergrößert, mehr Flächen, ja, mehr CO2-Zertifikate, mehr Rückkauf von Tupan-Token an den Börsen, und das ist einfach unser Ding. Das ist absolut genial und ich mag es. Es ist unabhängig von dem Kryptomarkt. Es spielt keine Rolle. Es gibt keine Verbindung, außer dass es digitaler Token ist, der aber mit realem Weltprojekt verknüpft ist und davon eben auch partizipiert. Ja, mehr geht einfach nicht. Und genau solche Projekte werden wir hier in Minting sehen. Und dann Add-on bei Add-on dazu kaufen können. Ja, und mit demselben 10e-Cup, den wir vielleicht schon besitzen, dann 10e-Coin, Tupan und andere, ich wiederhole das nochmal, produzieren für Jahre. Und das ist der Jackpot. Okay? Technische Grundlage für aktuell die nächsten circa 3 Wochen, bis die Pool-Shares kommen, brauchen wir einen 10e-Cup für ein volles Add-on, weil im Moment gibt es nur diese kompletten Masternodes von Tupan, noch keine Shares, keine anteiligen, halben, Viertel oder was auch immer. Es gibt nur Ganze. Und die Ganzen brauchen einen 10e-Cup als Basis. Egal, ob den 01er-Hub für zu Hause oder den Inhouse-Hub, ja, gehostet bei der Firma. Das Schöne ist, Leute, ich habe auch Feedbacks bekommen in den letzten Wochen von Hardware-Spezialisten, die Bitcoin-Mining machen. Schaut euch an, der Bitcoin-Preis war gestern bei 17.600. Ja, man braucht ja ungefähr einen Bitcoin-Preis von, je nachdem, wo er gemeint wird, in China, ja, oder in Europa weniger, ja, weil die Stromkosten viel zu hoch sind. Das heißt also, zwischen 12.000 und 20.000 sind die Kosten für einen Bitcoin-Miner, einen Bitcoin zu produzieren. Überlegt euch das. Ja? Das heißt, wenn der unter 20.000 ist, ist für viele einfach unlukrativ. Die geben mehr Geld aus, als der Bitcoin wert ist, den sie mit ihrer Hardware produzieren und mit immensen Stromkosten. Ja, also es kommt immer auf den Preis an. In China ist vielleicht einen anderen Strompreis, da kommst du vielleicht auf 13.000, 14.000 für einen Bitcoin. Kostenstruktur, Aufwand. Ja, so. Und stell dir vor, wir haben null Kostenstruktur. Wenn ich mir heute so ein Inhouse abkaufe, ja, dann Tupan alle zukünftigen Add-ons dazu buchen kann, dann habe ich keine Kosten, kein Strom, kein Internet, nichts. Du kannst in die Sonne fahren, ja, kannst die genießen, 40 Grad heute, ja, einer ist heute da im irgendwo im Berliner Raum an dem See unterwegs, ja, du hast keine Kostenstruktur, du musst nicht alle 2-3 Jahre neue Hardware kaufen, ja, das ist eine ganz andere Technologie als zum Beispiel das Bitcoin-Mining, ja, so, und das ist das nächste coole Ding, ja, du hast keine Kostenstruktur dieser Art wie andere, die digitale Währungen herstellen, ja, das ist absolut genial und wie gesagt, im Moment volle Masternode von Zenik, volles Add-on Masternode-Paket von Tupan und kannst sofort starten, ab jetzt bis nächsten Samstag, einschließlich Samstag, dann 109, darauf die Woche 108. Wie gesagt, der Minting-Start, das Minting selber beginnt in wenigen Wochen und damit dann alles Weitere. Okay, so, hier sehen wir jetzt diese Preise. Ja, und oben in der Mitte den Zenik Hub 01 und auch den Housing Hub 01. Ja, beide 998 Euro, ein volles Tupan-Add-on-Paket, ja, Tupan-Masternode. Ja, für jeden Inhouse-Hub, den ihr zum Beispiel bei Minting Farms habt, ja, 2, 4, 8, 16 auch rabattierte Tupan-Add-ons. Ja, die sind dann auch discountiert. Je mehr ihr habt, ja, umso mehr
diskontiert ist der einzelne Hub dann und ich kann immer nur so viele volle Add-on-Tupan kaufen, wie ich Zenik-Hubs besitze. Ja, das ist im Moment für die nächsten circa 3 Wochen, bis die Pool-Shares kommen, hier der Fall. Und das wird dann ein Sturm, das wird dann ein Tsunami, Leute. Ja, schaut mal links unten. Ja, ein 32. Add-on-Tupan kostet 65 Euro. Ja, wird mir ungefähr 3 Tupan-Coins pro Tag minten. Mit 65 Euro über Jahre Tupan-Token produzieren. Leute, 65 Euro Abendessen zu zweit ist weg. Ja, stell dich vor, auf der anderen Seite die nächsten Jahre jeden Tag Tupan produzieren. Ist das schwer zu argumentieren? Ist das schwer zu verkaufen? Das ist Kindergarten. Das ist so einfach. Ja, und für 100 Euro, seht das hier, der 16. Hub, ja, praktisch 100 Euro, ja, der wird dann, ja, vielleicht 6 roundabout, 6 Tupan-Token pro Tag minten über Jahre, ja. Mit dem Halving wird es immer ein bisschen weniger jedes Jahr, klar, aber über die Jahre in Summe wird es fantastische Zahl von Tupan-Token, auch bei den anteiligen Hubs, ja. So, da kann ja jemand einen Sparplan machen und sagen, ich mache mal jeden Monat einen 100er, ja, statt in so eine lustige Lebensversicherung, wo ich nicht mal weiß, ob in 20, 30 Jahren die Währung noch existiert, die ich gerade einzahle, ja, mache ich mir doch lieber einen Sparplan und haue jeden Monat einen 100er oder was in ein Share, ja, oder besser gleich am Anfang, um den höchsten Minting-Faktor zu haben. Klar, es wird dann immer weniger bei den folgenden Einsätzen, ja, aber ein Achtel Housing Hub hier, also beziehungsweise Add-on-Tupan, 165 Euro. Ja, das ist immens. Ja, das sind roundabout 12 Tupan-Token jeden Tag. Das sind Hunderte im ersten Monat, Leute. Ja, so, wenn das Ding nochmal einen Dollar wert hat, Leute, dann muss man nicht diskutieren. Und nochmal, unabhängig vom Kryptomarkt. Ja, ein Viertel Hub, ein halben Hub, ja, da geht es schon um richtig tolle Zahlen. Und ein ganzer eben beim Minting-Start dann nachher 100 mintet, ein halber, ein Viertel, das ist schon richtig lecker. Und ihr seht es hier, 300 ein Viertel und 530 ein halber Hub, also absolut fantastisch. Und immer dran denken, die nächsten Megaprojekte mit tollen Mechanismen kommen und man hat wieder und wieder parallel dann verschiedenste Portfolio-Token. Und das ist die Breite und das ist das, was dann Spaß macht und eben über Jahre einfach entsprechende Vorteile bringt. Ja, so, das zu dem aktuellen Tupan-Vorverkauf. Wie gesagt, in wenigen Wochen der Minting-Start und in circa 3 Wochen, nagelt mich nicht fest auf den Tag, kann ein paar Tage länger sein, kann ein paar Tage früher sein, ist Priorität auch bei der Firma, dass die Pool-Shares kommen, wo dann jeder ab 65 Euro, 100, 165 und so weiter dann seine Tupans auch minten kann in Afrika, in Indien, wenn wir Zehntausende, Hunderttausende Leute haben, die sagen, wow, cool, endlich auch für uns die Preiskategorie. Und das wird spannend. Bereitet euch darauf vor, ladet schon Leute ein, schreibt sie schon ein. Ja, und an dem Tag, wo die Pool-Shares eingeführt werden, haben wir eine Lawine. Haben wir eine Lawine und ihr seid dann auch in unserer Karriere vielleicht sofort in einen oder anderen Level eben nach oben gestiegen, habt die Karrierebonis obendrauf, den Uni-Level bis zu 15 Ebenen. Ja, je nach akkumulierten Umsatz, Leute. Es ist der beste Plan der Industrie. Ich habe auch in den letzten Wochen mit diversen Topverdienern von anderen Firmen gesprochen, ja, und auch verglichen. Wie viel Umsatz hast du gemacht? Wie viel verdient im Verhältnis? Es gibt keinen Plan. Ja, sagen wir mal, jemand verdient in oder macht einen Umsatz von 100.000 Euro mit seinem Team, mit seinem Kundenstamm, ja, und oder auch andere Größenordnung im Verhältnis, ja. Payout zum Umsatz, gibt es keinen spannenderen Plan und Karrierebonus rund auf der Pool, dann die Shares, die werden jetzt auch mit dem neuen Produkt, ja, mit diesem Wind, der da reinkommt und dem Volumen auch natürlich in spannende Größenordnungen gehen, also lasst euch überraschen, das ist viel, viel unterwegs. Ja, die nächsten Schritte sind jetzt natürlich, Thomas, ist Ask inzwischen da? Ich habe gehört vorhin, dass da familiär ein bisschen was dazwischen gekommen ist. Ja, Thomas, hast du mal geschaut, ob Asker da ist? Dann könntet ihr jetzt vielleicht da ein bisschen... Er ist da. Was ist halt, ob er im Webinar ist, ob er schon drin ist? Ja, ist wohl irgendwas passiert? Ja, ja, also beim Asker, zur Entschuldigung, da ist familiär was, nicht bei ihm, aber bei seiner Familie ist ein bisschen was dazwischen gekommen, was ihn
obwohl er wirklich unbedingt dabei sein wollte, hier verhindert hat. Ja, Thomas, was würdest du sagen jetzt die nächsten Schritte? Was ist jetzt wichtig mit diesem Timing, mit diesem ja, kommen in 3 Wochen die Shares und auch die Events? Im September planen wir ein Event in Dubai. Ja, dann die Saphir- und Zenik-Events. Was würdest du den Leuten mitgeben? Ja, also von meiner Seite her, ich denke mal, es ist jetzt wieder Aufbruchsstimmung. Was wir hier kreieren, ist ja quasi ein neues Universum. Und die Menschen sehen das jetzt, viele, viele von diesen Hypes außen gehen jetzt kaputt. Die Konten zahlen nicht mehr aus. Klar, wussten wir alles vorher, aber die Menschen lernen halt nur durch Schmerzen. So viele werden, die weggegangen sind, werden zurückkommen. Wir werden neue Leute jetzt erreichen mit einem neuen Konzept. Wir werden also Gas geben. Ab nächster Woche natürlich Volldampf, weil jetzt ist die Mehrheit der Mannschaft informiert, vom Fachlichen her. Ich denke mal, jetzt können wir uns wieder auf Vertrieb konzentrieren. Und ich kann es euch nur raten, hier mit dabei zu sein, weil wenn wir diese zweite Welle, die wird ein Tsunami, Asker wird euch gleich drüber erzählen, mit Sicherheit. Wenn er letztes Jahr dabei gewesen wäre, wie das alles so explodiert ist, das war ganz einfach fantastisch, wenn du Leute siehst, die Schecks kriegen, dann über Hunderttausende von Euros, wo die Augen glänzen und das ändert ihr komplettes Leben auf einmal. Wir haben ja jeden Monat 10, 15, 20 IDs in Dubai gemacht, weil die Leute einfach sagen, ich will jetzt auch am Meer leben oder was auch immer ihre Träume verwirklichen. Und ich denke mal, in dem Jahr werden wir das toppen, weil von vielen, vielen, die sind nur noch ein Stückchen entfernt, ein kleines Stück, 20%, 25% vom nächsten Karrierelevel. Und dann ist das übernächste noch schneller zu schaffen. Und ich denke mal, jetzt ist die richtige Zeit. Es ist zwar heiß außen, aber gegen das Gebot der Stunde, wer jetzt richtig arbeitet, kann sich nächstes Jahr seinen eigenen Swimmingpool leisten. Oder, Asker? Ja, ja, gut. So, da bin ich. Kann man mich hören? Ja, super. Ja. Okay, so, meine liebe Damen und Herren, entschuldige, dass ich so ganz am Ende dabei gekommen bin, aber wir haben irgendwo in der Familie von meiner Frau Sachen zu erledigen, die sind ganz oben bei mir. Ich habe gesagt, ich muss 5 Minuten nach unten und dann gehe ich wieder hoch. Aber was ich einfach dazu sagen kann, ich habe natürlich den ersten Teil die Präsentation nicht gehört, aber so aus meinem Bauchgefühl, vor vielen Menschen, weil über 500 Leute hier, die erste Frage, wenn ich Menschen stelle, wenn die so irgendwo auf einer Präsentation sind, ist, warum sind sie hier? Dann ist 99% immer die gleiche Antwort. Das ist ja, ich möchte gerne mal ein Einkommen generieren oder Geld verdienen. Und ja, über 30 Jahre sind wir natürlich in dieses Geschäft. Wir haben vieles mitgemacht, wir haben vieles Gutes gesehen und auch vieles Schlechtes gesehen. Aber was hier total anders ist, es ist nicht nur die Firma oder nicht nur die Technologie, natürlich, das ist alles voll gut, das ist nur positiv. Aber was natürlich sehr attraktiv ist hier, ist, dass man für jeden die Möglichkeit schafft, um ein Einkommen aufzubauen. Wenn man zu einem normalen Vertrieb geht, dann muss man verkaufen. Ja? Sie müssen kaufen, sie müssen investieren, Produkt kaufen und dann muss man verkaufen. Wenn sie nicht verkaufen können, dann haben sie ein Problem. Oder sie müssen ein Team bauen. Und wenn sie das nicht machen können, haben sie wieder ein Problem. Weil was bringt es ihnen, wenn sie für 2000 Euro Nahrungsergänzung oder Vitamine gekauft haben und sie können es nicht verkaufen? Was hier ist, Sie müssen einfach anders umdenken. Jeden, der hier kommt, schafft sich eine Technologie an, bestimmt seine Kapazität für die Technologie, kleine Computer, größere Computer, maximale Computer. Und das war's. Sie brauchen nicht zu kaufen und zu verkaufen. Das Ding generiert eigentlich ein Einkommen. Und jeden Tag wird es spannender, weil wir sind jetzt für 11 Monate gestartet. Dann gab es nicht viel. Es gab eine riesen Vision, aber gab es nicht viel. Aber heute kann ich ganz knallhart sagen, hör mal, Sie haben mehrere Einkommensmöglichkeiten hier bei diesem Konzept. Und das ist so gut, das können Sie jedem anbieten. Wieso? Schaffen Sie einen Hub an, das Ding fängt an zu produzieren. Ob es ein Coin am Tag oder 100 Coins am Tag sind, das ist die Kapazität, was Sie kaufen. 2, Sie können sofort anfangen mit Staking über den App. Dann nutzen Sie die zweite Technologie, das ist die App von Zenik. Die dritte ist jetzt gestartet, das ist
Projekt nach Projekt nach Projekt, so wie Marc das sagt, das ist jetzt das Erste, kommen einfach Minting-Opportunities und Sie können teilnehmen oder nicht. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe einen Hub, ich habe etwas im Staking und ich mache jetzt auch noch Tupan Add-on und morgen kommt ein anderes Projekt, dann schalten Sie das an, das Ding funktioniert und Sie brauchen nicht zu verkaufen. Das Ding generiert Einkommen. Wenn Sie dann Zeit haben und Lust haben, um auch noch uns mitzuhelfen und die Firma ein Community aufzubauen, dann werden Sie, so wie Marc das sagt, bezahlt. Das können Sie nicht glauben. Wir sind, Marc, ich und Thomas, zusammen sind wir fast über 100 Jahre Erfahrung im Vertrieb. Wir haben noch nie so viel Ausschüttung gesehen, als in diesem Vergütungsplan. Das gibt es einfach nicht. Und ich kann Ihnen nur sagen, das letzte Jahr 2021 war eigentlich nur eine Vorbereitung. Wir starten jetzt. Jetzt ist, denn Smart Chain ist da. Sie können sich nie vorstellen, was das ist. Marc hat es alles sicherlich erklärt. Und darum, wenn Sie wirklich etwas machen wollen, wenn Sie wirklich, ja, ich nenne es finanzielle Verbesserung, weil ich muss aufpassen, was ich sage. Wenn Sie das wirklich jahrelang gewollt haben, dann ist es jetzt der Zeitpunkt, um es auf immer richtig Gas zu geben. Und wenn die Shares kommen, jeden, der das anschaut, kauft sich etwas, ob das 100 Euro ist oder 1.499 oder 50.000, jeden, der sich das anschaut, kauft sich etwas. So, es ist einfach eine Welle von Zahlen. Sie müssen so viel wie möglich Menschen das Ding eigentlich zeigen lassen. Sie brauchen es selbst auch nicht zu tun. Ja? Wir machen ja die Präsentation. Und es ist wirklich jetzt der Zeitpunkt, um zu sagen, okay, wir können euch helfen. Ja, Thomas, Marc, ich, wir sind dreimal Regional Director. Unser Job ist, um das Erfolg bei Ihnen auf dem Tisch zu legen, aber Sie müssen einfach starten. Das ist es. Das ist, was ich sagen will, Marc. Danke. Ja, super. Danke. Ja, Thomas, Schlusswort. Bist du noch da? Ja, Logo. Ja. Ja, das ist immer, ich bin immer fasziniert, wenn Aske spricht und es so einfach formuliert. Aber es ist tatsächlich so. Also ich denke mal, wir werden dieses Jahr große Dinge sehen. Wir werden Riesenveranstaltungen haben von Saphir im Dezember. Wir werden ein Zenik-Event haben, was uns Produktpartner präsentiert, wo einige ganz einfach den Mund nicht mehr zukriegen werden und sich fragen, wie gibt es sowas? Sowas im Network ist unmöglich. Wir werden reale Wirtschaft, reale Großunternehmen mit Network-Marketing verbinden und mit Direktvertrieb. Und da werden viele, viele Menschen ihre finanzielle Freiheit finden, nämlich die jetzt die Idee verstanden haben und jetzt tatsächlich beginnen, Vertrieb konsequent mal aufzubauen, sich 12 Monate zu konzentrieren auf einen Fokus, auf ein Geschäft, das vernünftig aufzubauen und dann zu sagen, 2023, alles kann nur noch besser werden. Ich bin aber eigentlich schon auf der sicheren Seite des Hafens und ja, hat sich gelohnt. Das wünsche ich den Menschen, die sich tatsächlich dafür interessieren. Und ich denke mal, wir haben die Möglichkeiten geschaffen, schaffen natürlich noch mehr in dem Jahr. Und deswegen ladet alle eure Partner jetzt, die fremdsprachig sind, also die zumindest ein bisschen Englisch sprechen, auf unser nächstes Webinar ein um 6 Uhr. Machen wir das Ganze in Englisch. Und ja, wir sind jetzt schon warm, also kann spannend werden, oder Marc? So sieht's aus. 45 Minuten, ja, schaut damit rein. Falls Platz ist, könnte knapp werden mit 1000 Plätzen heute. Und ja, toi, toi, toi. Nutzt diese Zeit, nutzt die Chance. Unsere Zeit läuft und das alles ist auch angerichtet. Ja, diese letzten 12 Monate waren Präparation und jetzt kommt die Erntephase. Und Ernte heißt immer, ja, auch von verschiedenen tollen Projekten eben dann die Früchte auch zu ernten langfristig und ja, in diesem Sinne, schaut immer in den Meetingkalender in der kommenden Woche. Und in 3 Wochen haben wir das nächste Highlight mit eben den Poolshares Roundabout 3 Wochen. Ja, und dann geht die Post ab. Also in diesem Sinne, sichert euch die besten Konditionen und sprecht, wenn ihr das erste Mal da seid, mit eurem Gastgeber, Gastgeberin. Und habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Ciao, ciao.